Guten Morgen und willkommen beim Landwirtschaftssimulator. Es ist jetzt genau 5 Uhr und unsere Felder sind wunderbar im Wachstum. Das da unten ist schon wieder erntereif. Ach, jetzt geht das schon wieder los mit dem Berg. Na gut, da müssen wir uns halt einfallen lassen. Gedüngt ist alles. Wir sind hochzufrieden und Moment mal. Was habe ich lange nicht mehr benutzt? Wenn ich mich schon auf den Zirkus mit diesem Bunker hier einlasse, wo ist denn der schon wieder? Da. Dann kann ich doch auch auf die Ballenpresse verzichten, oder? Wie weit sind wir denn hier? 80%. Na siehste. Geht's ja bald los. Dann kann ich doch auf die Ballenpresse verzichten. Ich weiß was. Alles oder nichts. Ich mache nur noch mit dem Bunker. Ich verkaufe die Ballenpresse. Das heißt, das Ding hier kann auch verkauft werden. Ha! Das wird ein Spaß. So. Das heißt, Motor an. So, ich verkaufe die Ballpresse. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? So, weg damit. Ups. Mal sehen, was das gute Stück noch bringt. Ich will sowieso was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich Sekunde. R. Da. Was bringt? 50.000 bringt die noch. Nur immer her damit, die nehmen wir. Wie viel haben wir jetzt? 61.000. Reicht nicht. Hey. So. Und zwar habe ich beim Kornhub, beim Sachsen Let's Player, eine Mod-Vorstellung gesehen von einem wunderbaren Rasenmäher. Und das Ding will ich mir holen. Und dann will ich mal probieren, ob wir auf dem schrägen Feld mit dem Rasenmäher vorankommen. Ansonsten, das verkaufen wir einfach. Wie gesagt, das wollte ich ja umtauschen. Und dann holen wir da hinten das große Feld. Dafür haben wir jetzt das Geld zusammen. So. Ballenpresse, falsche Ballenpresse, die Ballenwagen, den verkaufe ich jetzt auch. Den brauchen wir nämlich nicht mehr, wenn wir keine Ballenpresse haben. Ist das Unkraut? Sehe ich da Unkraut? Nein. Ich sehe kein Unkraut. Sehr gut. So, den einen Ball hier muss ich noch verkaufen. Und hier drüben lag doch irgendwo noch ein zweiter Ballen rum. Da hinten.
Zack. Jetzt fahre ich doch schnell die beiden Ballen weg hier. Und dann geht der Ballenwagen auch vor der Runde. Dann werde ich nämlich dieses große Feld da oben abernten und dann verkaufen. Aber wenn es erntereif ist, das werde ich jetzt nochmal mitnehmen. Und schwupp, weg sind sie. Wieder ein Tausender mehr. Danke. Gut. Jetzt haben wir 62.000 zusammen. Moin! So. Ah, das Feld wächst wunderbar. Da beginnt gleich wieder die große Ernte. Und dieser komische Hang da, der wird zum letzten Mal abgeerntet. So. Moin. Lass ich mal ganz kurz hier rein. Danke. Ups, sorry. Schreibt's mir auf die Rechnung. So. Weg damit. Mach 100.000. Und jetzt gucke ich nach dem Rasenmäher. Da ist er. 64.000 und jetzt brauche ich den E299, 294, 296. Der kann nämlich Rasen mähen. So, Konfiguration, Standard. Braun, braun, grün. Braun, braun. Was ist eigentlich hier der Unterschied? Ach so, Fortschritt und E. Ich nehme den so mit. Oder bleiben wir im Blau? Ich kaufe den im Blau. Zack. Warte mal, nein. Felgenfarbe. Ach so, gibt es ja nur milchig und gelb. Schade. Gut, dann kaufen wir den Rasenmäher. Und dazu kaufen wir jetzt das Schneidwerk.
Nanu. Feldhexerschneidwerke. So, wo ist es denn? Hier, 296b. Ach, das ist das große für Mais. Das ist das hier für Gras. Das ist der Wender. Konfigurieren. Zurück. So. Guckt euch diesen Rasenmäher an. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann kann der jetzt dieses Schneidwerk nehmen. Jawohl. So. Und damit kann er einen Rasen mähen. Ja. Jetzt brauche ich noch einen Anhänger. Miest. Anhänger, Anhänger, Anhänger. P. Anhänger. Der sieht doch toll aus. 18.000. Ach so, das ist ja der einseitige. Ich brauche den hier. Hauptfarbe. Ja. Gibt es noch andere? Weil wenn ich an so einen alten Rasenmäher kaufe, dann muss auch ein HW80 Anhänger ran. Ist so ein HW80? Nein. Gut. Das ist noch ein HW80. La 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 la. Nee, das sind nur die. Der Rest ist kein HW80. Das ist auch ein HW8. Naja. Branske Strajoni a Siela Vidanske. Aha. Für 15.000 wäre auch eine Idee. Ist ein klassischer alter Anhänger. Aber ich will den HW80 haben. Ach, hier ist doch ein HW80. Clevere Farbe. Nehmen wir den. Der kostet 11.000, macht 24.000. Aber ich will eine andere Farbe. Ah, viel besser. Dann machen wir den in Schwarz. Der sieht gut aus. So, alles klar. So, du? Genau, erstmal fahre ich den hier nach Hause.
So. Ach so, Moment. So. Da ist er. Und jetzt will ich mal sehen, wie der sich am Hang macht. Randaleleuchte an. Jetzt haben wir nicht den Vorteil, wir brauchen den Sammelwagen nicht. Wir brauchen den Sammelwagen nicht mehr. Ah! Weil der das gleich vorne einsammelt. Und damit haben wir das Problem nicht mehr, dass wir in der Kurve alles verlieren. So. Jetzt will ich sehen, wie der sich am Hang macht. Kannst du das hier aufsammeln? Warte mal. O. V. Ach so. V. B. Und rein. Er sammelt es nicht auf. So. Wir haben gesagt, was ist erntereif? Sekunde bitte, Kollege. Ja, erntereif. So. VB. Und ab die Post. Juhu! Haha! Oh, der schafft es den Hang hoch. Ist. Hallo. Ich habe mich gerade gefreut. Ich habe mich gerade gefreut, dass du so eine tolle Maschine bist. Würdest du bitte meiner Freude gerecht werden? Ja. Zieh, zieh, zieh. Haha. Ist das cool? So. Danke, Sachse Let's Play, für diese Mod-Vorstellung. Das ist genau der Rasenmäher, den ich haben will. Hallo? Oh. Okay, der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, das ist die gute Technik aus der DDR. Der Marke Fortschritt. Okay, erledigt. Also hiermit können wir auch nur von oben nach unten arbeiten. Aber egal, wenn das Feld jetzt abgeerntet ist, wird es verkauft. Jetzt wird geerntet. Dann kommt gleich dann an, wie gut der. Wie, du hast eigentlich keinen Zugang zu diesem Land.
Das Land gehört mir, mein Freund. Das habe ich gekauft. Von wem, du hast keinen Zugang. Ha! Guckt euch das an. Wie der mäht. Ja, da würde ich einfach mal sagen, das war mal eine erfolgreiche Folge. Wir haben unseren Ballensammler und die ganze Ballentechnik gegen einen neuen Rasenmäher eingetauscht. Oh, guck mal, wie gut das in der Kurve ist. Da liegt nichts rum. Und mit dem werden wir jetzt dieses Feld hier absammeln. Aber damit machen wir nächste Folge weiter. Ich sage jetzt einfach, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. See you later.